Die Diesellok TGK2, die legendäre Kaluga, kommt als komplette Pico Expert Neukonstruktion in den Fachhandel. Zu Beginn der 1960er Jahre entwickelte die Maschinenfabrik Kaluga der damaligen Sowjetunion die zweiachsige Diesellokomotive TGK-2 mit hydraulischer Kraftübertragung. Die robuste und bis zu 60 km/h schnelle Maschine war hauptsächlich für den Einsatz bei Industriebahnen und als Rangierlokomotive bestimmt. Diese Lok wurde in verschiedenen Serien und Ausführungen zwischen 1960 und 2008 in einer Anzahl von über 9000 Exemplaren hergestellt und als Variante TGK-2-E für den Export produziert. Hiervon wurden 184 Lokomotiven an Kombinate, VLBs sowie auch an die NVA in die ehemalige DDR geliefert. Das Vorbild der dieselhydraulischen Rangierlokomotive TGK-2 der Maschinenfabrik Kaluga war als Werklok Nummer 2 beim VEB Keramische Werke Sonneberg mit Revisionsdatum 10. März 1981 eingesetzt. Sie gibt den Betriebszustand ab 1981 wieder. Das Epoche 4 Modell kommt als AC- und DC-Ausführung in den Fachhandel. Die AC-Variante wird ab Werk mit einem MFX-fähigen Plax 22 Decoder ausgeliefert. Das Modell ist feinst detailliert. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Extra angesetzte Teile wie Handstangen, Tankstutzen, Handräder, Hupe, Sandkästen, Luftkessel und Aufstiege sowie ein freier Führerhausdurchblick runden den hervorragenden Gesamteindruck dieses Modells ab. Das Fahrgestell ist fein detailliert und originalgetreu wiedergegeben. Das Pico-Modell der TGK-2 ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle Plax 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die AC-Variante wird ab Werk mit dem neuen Pico Smart Decoder 4.1 ausgeliefert. Es handelt sich dabei um einen MFX-fähigen Plax 22 Decoder der neuesten Generation. Folgende digitale Lichtfunktionen können je nach Betriebsfahrt abgerufen werden. F0 Licht an, aus. F1 Schlusslicht hinten. F2 Schlusslicht vorn. F3 Lichtführerstand. F4 Licht vorn rechts, hinten links. F5 Licht vorn links, hinten rechts. Das robuste Modell hat einen Zinkdruckgussrahmen. Angetrieben wird die Lok von einem kräftigen Motor. Das verleiht dem Fahrzeug exzellente, auch extrem langsame Fahreigenschaften.
Ein eingebauter Pufferkondensator sorgt für optimale Betriebssicherheit, zum Beispiel beim Befahren von Weichen. Mit dem attraktiven Modell der TGK2 unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch attraktive Modelle auf höchstem Niveau mit hervorragendem Fahrverhalten in filigraner und betriebstauglicher Ausführung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können. Durch den eingebauten Pufferspeicher wird das Rangieren auch auf komplexen Weichenstraßen zum reinen Vergnügen.